Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei meiner Unterschiede im Stammbaum-Challenge und bei der süßen Ayla, die wir gerade sehen hier auf der Toilette. Hallo. Danach wird sie sich hier kurz aufs Sofa schmeißen und ein Kraftnickerchen halten, bevor sie sich etwas zu essen kocht. Mittagessen, ja, ich würde mal sagen, servieren, weil... Ja, genau so. Dann hat sie länger was von, ne? Kann sich was in den Kühlschrank packen. Hier ist sie peinlich berührt, weil sie ihre Schwester beim Self-Woo gesehen hat. Und ich finde es so lustig, der die letzte Folge gesehen hat. Ja, sie hat nicht nur das gesehen, aber nur das war ihr peinlich, lustigerweise. Und Boo streunt hier draußen rum. Ist das Boo? Ich glaube nicht. Nein, das ist... Lilly, eine Streunerin. Ja, wir sammeln keine Streuner. Nein, 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 nein. Es reicht, dass wir Boo wieder haben. Und hier ist Angela Sanders. Genau, ich habe dich erkannt, Süße. Okay, du bist Anita. Obwohl, die ist voll hübsch, ne? Wow, die ist voll schön. Ja, klar. Alles gut. Ich sag, wie schön du bist und was tust du? Ja, okay, okay, okay. Wir sind hier im Park. Wen haben wir hier? Olive Peters kenne ich nicht. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Na, Christa. Christa, dir ist kalt. Könntest du dich bitte umziehen? Ich mache das auch sehr, sehr gerne für dich hier. So, Outfit wechseln auf Winter. Genau. So. Ah, das ist auch Mary. Oh, Mary hätte ich jetzt nicht erkannt. Entschuldigung. Wen führst du denn da an der Leine? Den Chiquito. Ach Gott, ist der süß. So, Christa geht's wieder gut. Gott sei Dank. Ja, Christa, du musst ein bisschen auf dich achten, ne? Nicht einfach so hier in der Kälte rumschwirren. Ayla lasse ich jetzt einfach mal machen. Ich gucke, wen wir hier so haben. Wer bist du? Du bist Lina. Lina Sanders. Lina? Lina Sanders? Kenne ich eine Lina? Nein. Nein. Da kommt Anna. Ja, genau. Anna. Okay, wen haben wir hier? Hier haben wir die Sandra, die Minimi. Hallo, Süße. Und sie ist schon voll weihnachtlich drauf, ne? Ist, glaube ich, Weihnachtspulli, oder? Nein, ja, Merry Christmas, genau, ich irre mich nicht. Und hier haben wir Anissa. Ja, also ich muss sagen, ich finde Brindleton Bay voll schön. Besonders, wenn man hier direkt hier am Park lebt, ne? Da kann man so schön spazieren gehen. Achso, Boo, ich suche dich überall und du bist hier zu Hause. Na, danke. Na gut, sie hat sich hier... Onigiri gemacht. Ich hoffe, ich spreche das Onigiri, Onigiri. Oh, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Moment, ich gucke es mir nochmal an. Onigiri, ja. Ausgezeichnet sogar, wow. Und was müssen wir denn noch haben für die... Oh, 10 Getränke mixen. Okay, dann kommst du nach dem Essen hier raus und wirst ein bisschen Getränke mixen. Tiergetränk zubereiten, das geht. Minzfrisch Tierkonfekt, okay. Werden wir das auch machen. Trinkt Boo das denn? Das ist mir neu. Christa, du kannst auch gerne dich hier auf die Bank setzen kommen, ne? Kannst uns gerne Gesellschaft leisten kommen, bitte. Ja. Na? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich jetzt erwähnt habe, dass ich diese Folge direkt im Anschluss aufnehme oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich bin gerade so schön... Wartet, wer bist du? Das ist die Lena, genau. Das ist eine Sanders, eine richtige Sanders. Ich glaube, Lena ist irgendwie angeheiratet, aber von irgendwem, weiß ich jetzt nicht wem. Hi, du Schönheit. Du bist echt hübsch. Und hier habe ich noch jemanden laufen sehen. Ach nee, das ist die Mary. Und Anna und Lena sitzen jetzt hier. Ah, ach Mann, ich bin so doof. Das ist Lena. Lena, Lena, wisst ihr? Und von Lena Simpson an da und... Die hat einen Sanders geheiratet. Ich erkenne sie jetzt erst wieder. Ja, ich bin etwas länger schon raus. Oh, Anna! Anna bekommt ein Baby. Na, da gucken wir doch glatt mal rein. Wie sieht's aus? Sie bekommt ein Mädchen. Och, schön. Aber da muss ich sagen, da werde ich ein paar kleine Änderungen vornehmen, weil, oh, da kommt Tina. Hi, Tina! Ich finde, Tina ist so ein hübscher Sim, ne? Ja, sehr hübsch. Und sie weiß das auch, ne? Dass sie hübsch ist. Ja, ja. Kommst du? Oh, du kommst zu uns? Ehrlich? Oh, wie schön. Ich weiß nicht, manchmal gebe ich... Lasch den Schaft fließen. Hicks Saft ist der zweite Vorname von Ayla.
Nein, echt? Sollte sie ihren Talent stehen und zugeben, dass sie mixen mag? Lasch den Schaft fließen. Hübsch. Ja, die mag mixen. Wie geil. Ja, da komm, wir sagen mal Hallo. Lustig vorstellen und dann kannst du auch. Na gut, das ist jetzt schon wieder weg. Okay. Ja, schön. Buh, kannst du das jetzt trinken oder wie? Trinken. Jetzt bin ich aber gespannt. Buh, wo bist du? Ja, ich habe manchmal Wortfindungsstörungen, irgendwie, keine Ahnung, rede irgendwelche komische Scheiße. Bitte nicht darauf eingehen oder darauf achten. Einfach ignorieren. Dankeschön, das wäre sehr, sehr nett von euch. Buh, verfolgt momentan kein Bestreben. Echt? Der Markt von Finchwick hat begonnen, ja, aber. Na, warum? Buh, wo gehst denn du hin? Du sollst doch dieses Trinken-Dings da machen. Na komm, ihr zwei könnt euch ja zusammen hier. Wartet. So. Hier sitzen und plaudern, statt da vorne vor der Tür, weil da. Oh oh. Oh oh, Leute, was habe ich getan? Oh nein, was habe ich getan, Leute? Buh ist weg. Buh, wo bist du? Oh, da ist er. Oh, jetzt habe ich kurz, ganz kurz, nur ganz kurz einen kleinen Anfall bekommen. Entschuldigung. Ja, du kannst hier aber weiter Getränk zubereiten. Getränk zubereiten. Wie wäre es mit Zuckerzunder? Genau. Buh trinkt jetzt und was hat dir das jetzt gebracht? Ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir jetzt hier auch Getränke zubereiten können für Katzen und Tiere allgemein. Finde ich mal cool. Ja, dann zeig mal, was hast denn du drauf? Oh, denkst du an deinen Papa gerade? Ja, schön. Ihr zwei könnt ja dann auch plaudern. Oh, Lena, danke. Sie spült gleich das Glas weg. Das ist ja mal lieb, muss ich ja sagen. Aber wir wissen alle, die Kinder von der Christa sind super, super erzogen. Das sind so Liebe. Sehr gut erzogen, super fleißig. Oh. Eine Katze ist gestorben. Das ist eine Katze, die meine Tochter mal erstellt hat. Ich wusste nicht, dass sie sich hier in meiner Welt befindet. Getränk zubereiten. Wie wäre es denn mit Hähnchenflügeltee? Klingt ekelhaft, muss ich sagen. Oh. Ich mag Tee überhaupt nicht. Absolut nicht. Und dann auch noch Hähnchenflügeltee. Irgendein Tee aus Tier, aus Fleisch. Nein. Oh. Du sollst jetzt nicht alles trinken, was du hier zubereitest. Kein Wunder, dass dir das leicht zu Kopf steigt, meine Liebe. Du sollst für die Arbeit hier Getränke zubereiten. Wenn das hier fertig ist, stellst du das bitte hier auf den Tisch, ne? Und nicht weiter trinken. Dankeschön. Wer fährt denn hier auf dem Rad? Ist das die Knautschgesicht? Ja, natürlich ist das die Knautschgesicht. Komm, wir rufen mal Lena. Geht das? Nein, wir sind hier am Spiegel. Jetzt? Oh, natürlich. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Annika Mercy angefreundet hast. Ach so, ja, stimmt. Die Babys heißen ja Mercy, wie ihr Papa. Kann ich sie. Ist zu weit weg? Ja, okay. Alles klar. So, danke. Den stelle ich sofort hier hin. Du trinkst den jetzt nicht. Du mixt jetzt einfach mal hier weiter. Und zwar wirst du. Na, den haben wir gerade gemacht. Zebrafiss. Dann geht nämlich dieser blöde Sternchen. Dieses blöde Sternchen geht dann da weg. Windel, warum denkst du an eine Windel? Sag mal, möchtest du Kinder haben? Okay. Ayla scheint einen Kinderwunsch zu haben. Ich bin gespannt. Sag mal, wo ist Lena jetzt? Ach, da ist Lena. Na, ich kann sie nicht herbeirufen. Schade. Lena, du könntest auch hier rauskommen. Guckst du gerade Fernsehen? Ja, sie schaut sich gerade einen Film an. Okay. Buh, lass dich doch einfach kraulen von Lena. Wie wäre das denn? Was, Alice? Warum ruft. Hast du schon gehört? Das Malen von Bildern ist auf dem Romantikfestival jetzt total angesagt. Okay, nein, du gehst jetzt nicht schlafen. Du machst hier bitte weiter. Ich weiß, du bist müde. Noch zwei Getränke und dann kannst du ein bisschen oder auch nicht schlafen, denn du musst dann arbeiten. Okay, heute passiert absolut nicht viel hier, Leute. Ich hoffe, das ist für euch okay, aber wir müssen halt ein bisschen die Karriere vorantreiben und welchen Tag haben wir? Samstag. Ja, morgen müssen wir ganz dringend. Oh, hi, Süße. Hallo. Schön, dass du vorbeischaust.
mit altem Freund shakern oder wir werden sie einfach hereinbitten, das geht schneller. Dann geht sie nämlich sofort rein, glaube ich. Ach schön, dass du einfach vorbeischaust. Ich liebe das, ne, dass Sims einfach so vorbeischauen. Und so, genau, bitte deine Schwester rein. Und dann das letzte Getränk wird sein Fruchtbrause. So, und dann hoffe ich, dass sich hier irgendwelche Leute servieren und es sich schmecken lassen. Ansonsten packe ich alles in den Kühlschrank. Ja, sie hat gerade Bu begrüßt, wenn ich mich nicht irre. Genau. So, und jetzt sollen wir gucken. Denkt ihr, ich könnte jetzt vielleicht was sehen? Denn sie hat ja hier... Nein, scheinbar ist sie nicht schwanger. Okay, perfekt. So, die Süße geht arbeiten, dann... sehen wir uns gleich wieder zurück, wenn sie von der Arbeit wieder zu Hause ist. Ayla wurde befördert. Juhu. Zu Jungköchin. Ayla wurde befördert und verdient jetzt 8 Dollar mehr pro Stunde, beziehungsweise Simoleons. Sie hat einen Bonus erhalten. Ich habe es ja gesagt. Hört nicht auf mich. 556 Simoleons. Inseltheke, Büroflair und neue Kleider. Sie beginnt am Sonntag um 14 Uhr. Okay, dann schicken wir die Gute ganz, ganz schnell ins Bett. Sie ist total müde und kaputt. Und ja, schlaf gut, Süße. Wir sehen uns dann, wenn du ein bisschen ausgeschlafen bist. Ava und Lena haben sich noch hier draußen hingesetzt und haben ein bisschen was getrunken. Fand ich ganz süß. Monika hat mit Ethan Castaway ein Baby bekommen. Kevin heißt der süße kleine Fratz. So, sie ist noch nicht ganz ausgeschlafen, ich weiß. Trotzdem muss sie aufstehen und was essen, hier aufräumen und hier noch ein Getränk zubereiten, damit wir da schnell weiterkommen. Was hatte ich gesagt zum Schluss? Das war die Fruchtbrause, genau. So, jetzt müssen wir gucken, was braucht sie denn für... Okay, Level 4, gut. Das kriegen wir hoffentlich alles hin. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Was gibt's denn hier? Eier und Toast, lecker, lecker. Ja, dann lass es dir schmecken. Kommst du hier nicht dran oder so? Die Schüssel leert sich irgendwie nicht. Oder hast du nicht so viel Hunger? Bin mal gespannt. Was? Du bist angespannt? Wegen was? Angst vor Gewitter? Es regnet doch nur. Es gewittert doch nicht. Oder weißt du schon ein bisschen mehr als ich? Ich glaube, da läuft die Claudi. Sie macht Sport. Ja, Claudi, genau. Ja, ja, manche Sims erkennt man sofort. Nicht so wie am Anfang der Folge mit Lina. Da habe ich sie echt nicht erkannt. Tut mir super, super leid. Oh Gott, okay. Du spielst jetzt mit seinem Ball. Hast du jetzt dieses Getränk zubereitet? Ich glaube, das geht nicht, oder? Weil es jetzt hier draußen so regnet. Ich muss wohl so einen kleinen Unterstand bauen. Wir werden sowieso nicht mehr sehr, sehr lange hier wohnen, würde ich mal behaupten. Ach Gott, wie süß. Ayla ist total kokett und Bu, ich finde es total süß, wie er mit dem Ball da rumspielt. Ne? Ich finde es, ja, ich liebe Bu, wie gesagt. Ich glaube, da läuft Veronika, die Tochter von Christa und Lux. Sie rennt vom Regen davon. Okay. Ayla ist tropfnass. So, wenn du den dann fertig hast. Yay! Das hat sie schon alles erledigt. Dann braucht sie nur noch Level 4 der Mixenfähigkeit. Das Getränk werde ich jetzt hier in den Kühlschrank tun. Und dann darfst du hier bitte alles aufräumen. Ja, du hast auch Angst. Ich weiß, hier ist es dreckig. Ich weiß, alles aufräumen. Und dann sieht es schon nur noch halb so schlimm. Warum nimmst du die Gläser jetzt nicht mit? Und dann stelle ich sie dir einfach rein. So. Bitteschön. Hast du das davon? Darfst du hier drin weiter aufräumen? Wenn es denn funktioniert, ich weiß es nicht. Doch, tatsächlich, oder? Nein, sie nimmt den Teller. Und wenn ich die jetzt noch so anklicken würde, geht's dann? Nimmst du die noch mit? Perfekt. Perfekt, Süße. Und dann kannst du dich hier nochmal unter die Dusche schmeißen, würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Dampfende Dusche nehmen, damit es dir ein bisschen besser geht. Danach hier auf Toilette und kurz ins Bettchen hüpfen. Denn gleich geht's wieder los zur Arbeit. Ja, Bu, es tut mir leid, dass du Angst hast. Wo bist du denn eigentlich? Du hast dich hier in der hintersten Ecke vom Wohnzimmer, vom Schlafzimmer verkrochen. Okay. Oh, hi, Leo.
Ja, du kannst sehr, sehr gerne reinkommen. So. Aber ich habe nicht sehr viel Zeit für dich heute. Ich weiß auch nicht, ob du so lange wartest, bis hier Ayla fertig ist. Oh Gott, ich hätte andere Namen wählen sollen, ne? Erinnert mich daran, dass ich nie wieder so ähnliche Namen benutzen werde, denn ich schmeiß immer alles durcheinander. Obwohl, damals bei Enrico und Matteo waren es ja unterschiedliche Namen. Trotzdem habe ich sie immer durcheinander geworfen. Warum? Keine Ahnung. Ach, du bist schon hier drin. Ja klar, fühle dich wie zu Hause. Kein Ding. So. Er schaut Fernseher. Warum wollt ihr alle Fernseher gucken, wenn ihr hier hinkommt? Kommt ihr nicht wegen mir, sondern wegen meinem Fernseher hier und der Stille und der Ruhe? Hier ist es bestimmt ruhiger als zu Hause. So, und jetzt begrüß Leo, deinen Cousin, und dann geht's ab ins Bettchen. Komm schon. Was machst du? Ach ja, Hände waschen nach dem Baby machen. Nicht vergessen. Okay. Er redet mit ihr, sie ignoriert ihn einfach und verschwindet ins Bett. Gute Nacht, so. Kannst du aufs Bett? Das würde ich voll süß finden. Nee, und hier? Gehst du hier hin? Ist das dein Ernst? Kommst du jetzt nirgends mehr hin? Hast du dich da so jetzt verkeilt? Na gut, dann werde ich dich einfach so besser. Geht's immer noch nicht? Hier, dann gesell dich hier zu Leo. Kann man ihn anbetteln? Weiß ich gerade nicht. Damit er gestreichelt wird und so. Ich versuch's mal. So. Wie sieht's aus? Leo, könntest du mal bitte Bu streicheln? Er bräuchte gerade ein bisschen Streicheleinheiten zur Beruhigung, weißt du? Okay. Schaust du einen Horrorfilm? Ah ja. Schön. Na gut. Ja, warum nicht? Du musst dringend pinkeln. Ja, du weißt ja, wo dein Katzenklo ist, ne? Stellst du dich jetzt vor oder gemütlich machen? Hier lustig vorstellen? Ich glaube, das funktioniert nicht, ne? Nee, das funktioniert nicht. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir lassen das ein bisschen schneller hier laufen, dass es schneller vorangeht. Und dann, liebe Leute. Oh Mann. Papi möchte vorbeikommen. Ja, okay. Komm. Wir haben ja jetzt relativ viel Schlaf. Damit müsste der Arbeitstag zu schaffen sein. Und deswegen ist es mir. Oh no! Unvoll hingefallen, ne? Upsi, ich hoffe, du hast dir nicht zu sehr wehgetan. Nö, scheint alles in Ordnung zu sein. Gut. Dann komm rein. Komm rein in die warme Stube. Ich glaube, wir müssen uns hier irgendwie im Unterstand. Also so vorne an der Tür, ne, dass die nicht alle pitschen nass werden, wenn sie hier auf Eiler warten. Los, komm rein. So, dann kannst du ein paar Fotos teilen. Frag ihn, ob er seine Enkelinnen schon gesehen hat. Und er findet, dass es hier so super gut duftet. Okay. Umarmen. Und in der Zeit, in der sie hier sich gegenseitig Fotos zeigen, sich umarmen und so weiter und so weiter. Ja, werde ich mich hier von euch verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Da hinten rennt Ayla rum, Ava rum. Ah, die kommt auch hier hin. Familientreffen, Leute. Wie schön. Oh, das gefällt mir gerade voll, ne? Ja, komm rein. Oh, au, das tut doch weh. Was war das denn für eine Familien, was war das denn für eine Umarmung irgendwie? Wartet, ich mache jetzt mal kurz hier Pause. Ich möchte ein Bild. Ja. Familientreffe hier zu Hause. Ich finde das voll, voll schön. Danke, dass ihr alle vorbeigekommen seid. Und euch danke ich natürlich auch, dass ihr meine Folge wieder angeschaut habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die nächste Folge auch wieder mit dabei seid. Ich sage dann hiermit Tschüss und ciao, ciao.